Ja, hallo Guys, ich bin gefragt worden, was es denn noch so Schönes an Dividendenaktien gibt, die auch gleichzeitig sagen mal, jetzt auch wieder im Aufschwung sind, die ich innerhalb der letzten 6 Monate so klein wenig mit zugekauft habe. Natürlich immer ohne Gewähr, Disclaimer, alles wie immer halt. Ne? Und also ich habe hier zum Beispiel jetzt eine. Ich hab mich so ein bisschen umgeschaut in verschiedenen Informationsquellen und habe dann einfach mir so ein paar Aktien rausgesucht, unter anderem die halt sagen wir mal, viel mit Rohstoffen zu tun haben, möglichst diversifiziert, möglichst Marktdominanz und so weiter. Ich denke mal, dass der Rohstoffmarkt oder die Rohstoffe insgesamt, das ist so ein eigener Markt für sich auch so ein bisschen, muss man ganz ehrlich mal sagen, ja. Ich glaube, es dauert ungefähr, nur mal als Beispiel, eine neue Mine zu erschließen. Also von der Erstentdeckung irgendwie, dass da die Geologen hinfahren und dann da irgendwas entdecken, bis hin, dass die erste Unze irgendwie oder der erste Stück Metall irgendwie aus dem Boden geholt wird, vergehen in der Regel im Durchschnitt 8 bis 10 Jahre. Ja. Und deswegen ist es halt eine extremst, sagen wir mal, ja, wie soll ich sagen, also das ist eine sehr, sehr lange Geschichte und die Zyklen sind halt entsprechend auch länger und wenn jetzt zum Beispiel die Rohstoffpreise alle irgendwie ansteigen, dann hat das Gründe, die schon weitaus früher irgendwie passiert sind. Also holt euch da Informationen von Rohstoffexperten, ja. So wie ich es auch gemacht habe, würde ich euch empfehlen. Rohstoffe ist auf jeden Fall noch ein Thema, würde ich jetzt mal ganz grob sagen, auch für die Zukunft, weil wir halt einfach auch durch die ganze Energiewende halt wahrscheinlich auch viel mehr Rohstoffe brauchen werden als wie vorher. Und damit meine ich jetzt halt Non-Oil, also alle möglichen Rohstoffe, nur also weniger Öl wahrscheinlich. Ich sage aber jetzt nicht, dass der Ölpreis sinkt, sondern wäre aber vielleicht ein Thema für ein anderes Video. Ölpreis, es hat jetzt aktuell wirklich keiner mehr wirklich Bock drauf, in neue Ölquellen irgendwas zu investieren aufgrund der Energiewende. Das ist meine Meinung, persönliche Meinung zum Ölpreis. Und daher wird der Ölpreis auch nicht sinken, weil eben das Angebot sich der Nachfrage. Der vorweggenommene Nachfrage anpasst, beziehungsweise sogar das Angebot weniger wird, proportional zur Nachfrage, weil ja die sozusagen die Drittländer alle noch sehr stark nachfragen werden. Das wird jetzt nicht in den Schwellenländern, China ist ja kein Schwellenland, aber in vielen Schwellenländern werden jetzt erstmal nicht Elektrofahrzeuge primär verkauft, sondern da wird weiterhin die Nachfrage steigen auch an Verbrennerfahrzeugen. Also viele Deutsche oder so, die kein globales Denken haben, ja, die gehen immer davon aus, naja, weil wir hier in Deutschland oder in Europa oder irgendwo in den USA oder was, bis 2025 weil VW sagt, dann bauen wir den letzten Verbrennermotor oder sowas. Ja. Das heißt noch lange nicht, dass die Nachfrage an Benzin und so weiter deswegen sinken wird. Ja. Also global gesehen wird es viele Länder geben, die gerade noch im Aufstreben sind, die froh sind, dass sie irgendein Auto haben, wo wir auch unsere ganzen Gebrauchtfahrzeuge abschieben werden, dann wahrscheinlich teilweise Afrika und so weiter. Und das wird stetig zunehmen. Und von daher, also kurzer Ausflug dahin. Also insgesamt würde ich sagen, dass Rohstoffe, egal welcher Art, wahrscheinlich eine sehr gute Beimischung sind für mittelfristige Depotgestaltungen, wo du, sagen wir mal, auch noch so ein paar Prozent in der Kursentwicklung drin hast mit einer anderen Aktie und gleichzeitig eben auch eine Dividende. Und das ist ja das, was du so in einem mittelfristigen, ich sage bewusst mittelfristig, weil langfristig, weil was ist schon langfristig? Ja, also langfristig, alles sollte irgendwie langfristig sein, aber so richtig 20 Jahre im Voraus irgendwie sagen, okay, die oder jene Aktie, ja, also das ist schon ein bisschen in unserer heutigen schnelllebigen Zeit und exponentiell, sagen wir mal, stark wachsenden Technologisierung ist es schon ein bisschen weit vorweggegriffen. Ich glaube nicht, dass überhaupt irgendjemand vorwegsehen kann, was in 20 Jahren ist. Also die Zeit ist, glaube ich, vorbei, maximal 5 Jahre, 10 Jahre oder so vorweg schauen, vorwegnehmen. Und so mittelfristig sage ich halt, ist jetzt zum Beispiel diese Vale-Aktie hier,
die halt, ich glaube, in Brasilien, also ganz, ganz viele Minen und so, also vieles kombinieren, auch ziemlich starke Marktdominanz haben und so weiter. Die sind halt hier jetzt gestiegen, also haben sich quasi verdoppelt oder so, ja, in den letzten 2 Quartalen oder sowas in der Richtung. Und wie es halt immer so ist, na, man weiß es natürlich nicht, zum Beginn dieser Hosse hier, die man so als Hosse bezeichnen kann, ist man natürlich nie dabei. Ne? Wenn man das wüsste, wären wir Hellseher und dann wären wir ja alle Trillionäre und das geht ja nicht. Aber so zwischendrin hier, als sagen wir mal hier, also so hier zwischendrin war, irgendwie was bei 16 oder so, oder ja, auch jetzt kaufe ich da immer noch mal so ein bisschen zu. Ich habe da so einen Sparplan irgendwie so ein bisschen eröffnet, ein paar hundert Euro reinsparen und gibt eine ganz gute Dividende und ich nehme an, da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. Ich würde mal sagen, für mich persönlich ist es einfach so etwas besseres Sparbuch. Ne? Ich erwarte da gar nicht, dass ich da riesige Kurssprünge erlebe oder sowas, sondern ich habe meine bisschen Dividende, ein bisschen Zinsen, ein bisschen dies, ein bisschen Kursfantasie und das reicht mir dann. Und ich sehe jetzt zum Beispiel hier die zwei Linien hier, die 200er und die 50er Average. Ne? Und ich würde sagen, rein von der Charttechnik, rein technisch gesehen, ist die Aktie, sagen wir mal, da ist noch ein weiter Weg hin, bis das ist jetzt der 5-Jahres-Entwicklung. 5 Jahres, beim Jahreschart sieht man es. Da liegen jetzt sozusagen mal zwischen dem 200er und dem 50er. Ja, da liegen, ich weiß nicht, ob dieses Tool hier das automatisch ausrechnet, wie viel Prozent das sind. Nee, rechnet es nicht aus. Da liegen so 5 Euro dazwischen oder sowas. Das sind mal eben 30%. Das ist noch ein weiter Weg, bis dass die sich kreuzen. Ja, also wenn sozusagen die 200er mehr in Richtung halt 50er geht, sodass wir da sagen wir mal, ein bisschen seitwärts laufen, eine entsprechende Zeit lang, dann könnte man vielleicht mal mit dem Gedanken spielen, den Sparplan wieder einzustellen oder so. Ja, dann hat man halt einfach da ein bisschen Dividende und das war es dann auch. Ja, das ist so eine der Aktien, wo ich so ein klein paar hundert Euro einspare. Wie gesagt, nichts Großes, nichts Besonderes. Auf jeden Fall meiner Meinung nach auch noch eine Aktie, die ich, ja, man sagt niemals nie, ne? Aber höchstwahrscheinlich noch ein paar Jahre halten werde. Und ich sehe jetzt keinen Grund, da zeitnah wieder rauszugehen. Und das ist sozusagen das. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Das werde ich auch vielleicht in anderen Videos mal drehen. Und ich war in letzter Zeit ein bisschen busy mit wichtigeren Sachen, als wir YouTube-Videos drehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.